50 Jahre Flughafen Haxterberg wird heute gefeiert. Seit 1973 fliegen Pilotinnen und Piloten der Luftgemeinschaft Paderborn auf dem Haxterberg. Der Flugplatz hat zwei Start- und Landebahnen. Asphalt 600 x 18 Meter, Gras 1100 x 30 Meter. Besonders stolz sind wir, dass wir Landesleistungsstützpunkt für den Segelkunstflug sind. Etwa 300 aktive und passive Mitglieder zählt der Verein. Heute am Samstag steht im Vordergrund das Modell Kunstfliegen. Die Piloten kommen aus ganz Europa. Das lockt natürlich hunderte flugbegeisterte Zuschauer an. Des 50-jährigen Jubiläums Haxterberg. Jetzt kommt die größte Kiste, die wir als Modellflugzeug anzubieten haben. Eine Bücker Jungmeister vom Helmut Müller aus Brakel. Helmut Müller fliegt seinen selbstgebauten Doppeldecker und liefert eine super Show ab. Die nächsten Maschinen stehen schon bereit. Bekannte Musiktitel nutzen die Piloten für ihre Show. Ein kurzer Regenschauer unterbricht das Programm. Der Moderator Ralf Petrausch holt sich seinen Stuhl und es geht weiter im Programm mit Kunstflug. Das ist Kunstflug vom Feinsten. Wahnsinn. Zum Essen gab es Erbsensuppe mit Würstchen und natürlich auch Bratwürstchen und Pommes. Zu trinken gab es auch reichlich und für die Kinder hatte man eine Hüpfburg aufgebaut. Die Fliegerjugend haben Modelle verkauft und einen Schmuckstand gab es auch. Dieser Flieger schmeißt Süßigkeiten aus der Luft ab und die Kinder dürfen die jetzt einsammeln. Es war ein gelungener Auftakt zum 50. Geburtstag und morgen geht es weiter. Die Feier geht weiter und um 10 Uhr ist schon viel Publikum hier. Programmpunkte sind Rundflüge mit allen mehrsitzigen Maschinen sowie Hubschrauber- und Tragschrauberflüge. Hier können Sie buchen und ich kann Ihnen sagen, es wurde sehr gut angenommen. Die Feuerwehr hat sich auch präsentiert. Über das Paderborner Land blicken, bei guter
Der heutige Moderator ist Florian Kierwald, der alles sehr gut erklärt. Die Antonov AN2 ist der größte einmotorige Doppeldecker der Welt. Hier rechts landet gerade ein ganz interessantes Fluggerät. Das ist kein Hubschrauber, wie man denken könnte, sondern ein Tragschrauber. Der Unterschied ist, den Hubschrauber hat hinten immer diesen kleinen Ausreißrotor. Grunau Baby. Das ist so der Urvater aller modernen Segelflugzeuge. Modellkunstflug wird auch heute noch mal angeboten. Rundflüge wurden sehr viel gebucht. Circa alle 10 Minuten startet eine Maschine. Und hier landet ein ganz alter Segelflieger. Fallschirmspringer aus Bielefeld haben sich zum 50. Geburtstag präsentiert. Heute haben sicher mehr als 1000 Besucher der Luftsportgemeinschaft gratuliert. Die Antonov AN2 wird zum Betanken geschoben. Da gehen wohl einige 100 Liter Benzin rein. In der Zwischenzeit kann ich dann Kaffee und Kuchen genießen. Deswegen ist das total wichtig, dass die vier Jungs davor jetzt Luftsport machen und den Propeller ein paar Mal durchdrehen, dass das Öl gut verteilt ist. 9-Zylinder Sternmotor. Die Antonov rollt jetzt zur Stadtbahn und verlässt dann den Haxterberg Flughafen. Erstaunlich, wie schnell die Maschine abhebt. Mit dem Abflug der Antonov endet auch mein Film zum 50. Geburtstag der Luftsportgemeinschaft Paderborn.